Gestern ging es für die Aktienmärkte weiter nach unten. Vor allem die Tech-Werte wurden wieder einmal verprügelt. Es ist zweierlei derzeit vielleicht auffällig. A, der Markt ist sehr technisch unterwegs. Wir sehen Widerstände. Wenn die nicht gebrochen werden, dann entsteht Kapitulation, dann entsteht Abwärtsdruck. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sitzen alle auf einem einzigen Trade, könnte man sagen. Entweder es steigt alles, es steigen also Aktien, es steigt der Euro, es steigt Gold, also alles, was irgendwie gegen den Dollar gehandelt wird, oder es fällt eben alles. Das ist derzeit das Muster, das wir dann gestern eben im weiteren Tagesverlauf gesehen haben. Zunächst mal alles schick, alles war gut, der Euro über die 1,19 gestiegen nach der Pressekonferenz von Lagarde. Dann allerdings eben der Druck an der Wall Street, damit der Euro dann wieder zurück, Gold wieder zurück, alles wieder zurück sozusagen. Das ist derzeit so ein bisschen das Muster. Aber heute ist ja 11. September, das heißt der Jahrestag der Anschläge in den USA. Und ich habe mir jetzt mal die letzten Jahre angeschaut. Es ist ganz schwer im Internet zu finden, wie ist eigentlich die Performance am 11. September seit dem Jahr 2001. Jedenfalls haben wir bis 2016 immer irgendwie steigende Aktienmärkte am 11. September gehabt. Das ist eine Art patriotische Pflicht, offenkundig der Amerikaner, dass man da nicht wirklich starke Kursrutsche zulässt. Es gab dann, wenn man sich Agenturmeldungen aus diesen Jahren mal durchliest, immer irgendwelche Argumente, warum die Aktienmärkte gestiegen sind. Wahrscheinlich ist das das zentrale Motiv. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir werden am 11. September nicht fallen. Das könnte den zuletzt doch ein bisschen arg ledierten Bullen ein bisschen Hoffnung geben. Schauen wir uns mal die Dinge im Einzelnen an. Da gibt es einige interessante Beobachtungen. Wie gesagt, zur Technik. Ich hatte gestern im Marktgeflüster diesen entscheidenden Widerstand bei 3425 im Leitindex S&P 500 betont. Und wir sehen, da ist er oben mehrfach angestoßen, kam nicht drüber. Und was nicht steigt, hat dann irgendwann die Tendenz zu fallen. Und so ist es dann auch gewesen. Zu achten ist jetzt auf das Tief, das wir am Dienstag gesehen hatten. Nachdem die Aktienmärkte in den USA ja am Montag nach dem Feiertag sehr, sehr schwach reinkommen. Dieses Tief ist so im Bereich 3328, 3330. Das wurde gestern noch nicht angelaufen, aber das ist sozusagen jetzt die entscheidende Spanne. Wenn wir da durchbrechen, dann könnte es eng werden, zumal der Markt eben derzeit, wie gesagt, sehr, sehr technisch getrieben ist. Wir haben auch wieder gleitende Durchschnitte angelaufen, gestern beim Nasdaq 50-Tages-Durchschnitt, beim S&P allerdings noch nicht, den Sie hier sehen. Da haben wir zwar schon die Trendlinie gebrochen, das ist ein Warnsignal, gar keine Frage, aber wir haben eben die 50-Tages-Linie noch nicht erreicht, also den gleitenden Durchschnitt 50 Tage. Das ist etwas, worauf viel geachtet wird. Da ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Deswegen sind solche Marken, ob sie jetzt wirklich so relevant sind, sei dahingestellt, aber sie sind eben in den Augen derjenigen relevant, die hier handeln. Dementsprechend sind sie relevant. Das ist also hier sozusagen eines der zentralen Auffangpunkte, diese 50-Tages-Linie. Wie gesagt, der Nasdaq ist gestern dran gelaufen. Wir haben dann diesen Dead Cat Bounce, auch das ein Titel meines Videos, nämlich gestern des Videoausblicks. Wir haben zwei Dead Cat Bounces gesehen, die toten Katzen, die nochmal nach oben springen und dann aber doch wieder abverkauft werden. Gestern die Tech-Werte minus 2%, wenn wir uns mal den Value Line Geometric Index anschauen, also den Index, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, dann waren die Verluste deutlich geringer. Dow Jones Transport Index, also der Transportindex, wo Fluglinien drin sind, Eisenbahnen etc., nur minimal im Minus. Wir sehen also jetzt so eine Art Umkehrung, so eine Art Rotation raus aus der überbevölkerten Tech-Industrie, wo alle reingegangen sind, kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt ist es sozusagen diese Manie scheinbar ein bisschen vorbei und man kauft die Zurückgebliebenen. Zumindest werden die nicht mehr weiter abverkauft, die so lange zurückgeblieben sind. Tech könnte jetzt sozusagen Schwierigkeiten haben, auch in den nächsten Tagen. Aber es gibt ein paar Interner, die darauf hindeuten, dass heute vielleicht dann nochmal eine Erholung kommen wird, nicht nur wegen des 11. September und der patriotischen Pflicht der Amerikaner, sondern wir sehen, dass praktisch gestern an der Nasdaq nur
minimal etwas mehr Aktien gefallen sind als gestiegen sind und das, obwohl der Index doch sehr deutlich im Minus war und auch das Volumen der ansteigenden oder bei Anstiegen war teilweise etwas höher bei den Aktien, die gestiegen sind. Also das ist durchaus kein so schlechtes Bild. Auch sehen wir, dass neue 52-Wochen-Hochs bei 58 Aktien der Fall war, während der 52-Wochen-Tiefs nur bei 24 Aktien der Fall war. Also das sind gute Interna. Das zeigt, dass hier nicht wirklich alles zusammenbricht, dass da sozusagen nur bestimmte Verschiebungen stattfinden. Und wir sehen, dass gestern offenkundig ein großes Kaufprogramm, respektive ein große Verkaufsorder, genauer gesagt, eines Algorithmus hier doch für diesen Druck gesorgt hat. Und dieser Algorithmus, der scheint zugeschlagen zu haben, als diese Meldung kam, die ich hier zeigen wollte, nämlich, dass die von den Republikanern eingebrachte Bill, diese Stimulus-Bill, deutlich abgelehnt wurde eben von den Demokraten. Und dann hat eben dieses Kaufprogramm, respektive dieser Algorithmus, verkauft. Andere sind draufgesprungen. Es entstand sozusagen wieder eine gewisse Mechanik. Insgesamt stehen wir jetzt in den USA vor der Situation, wie Heather Long hier zeigte, dass wir über 29 Millionen Menschen haben, die nach wie vor Arbeitslosenleistungen erhalten. Wir haben über 22 Millionen Menschen, die teilweise nicht genug zu essen haben in den USA. Und der US-Kongress ist nicht in der Lage, derzeit ein Stimulusprogramm zu verabschieden. Was ich hier noch zeigen wollte in Sachen Tech, ist eine auffallende Ähnlichkeit zwischen Bitcoin im Jahr 2017 und Tesla im Jahr 2020. Eine ähnliche parabolische Entwicklung, die dann aber im weiteren Verlauf etwas ungünstig verlaufen ist. Bitcoin ist ja nicht wertlos, aber halt nur noch etwa ein Drittel dessen wert, was es zeitweise im Jahr 2017 wert war. Das könnte für die Religionsgemeinschaft Tesla auch so kommen. Was haben wir noch? Wir haben den Abtick gesehen, wir haben die mangelnde Stimulus-Situation gesehen. Kommen wir wieder zurück zu den Märkten. Wir sehen, dass der VIX gestern nicht wirklich deutlich gestiegen ist. Auch das eine frohe Botschaft für die Bullen. Wir sehen hier so einen leichten Anstieg bei dem VIX-Future, wie Sie hier sehen, aber das ist nicht eben sozusagen ein Ausweis weiterer Panik, eines größeren Absicherungsbedürfnisses. Deswegen ist die Chance nach meiner Auffassung heute relativ gut, dass wir heute einen tendenziell freundlichen Handel erleben, dass wir sozusagen nicht jetzt diese zentralen Unterstützungen 50er Tageslinie, wie auch beim S&P etwa das Tiefe vom Dienstag unterschreiten werden. Wir haben ansonsten noch Meldungen, dass Trump dementiert, dass die Deadline für den TikTok-Verkauf über den 15. September hinaus verlängert wird. Könnte eher ungünstig sein für Tech. Wir haben die Situation, dass der Brexit offenkundig in eine ganz unschöne Richtung läuft. Hier der Botschafter Andreas Michaelis, der gesagt hat, in mehr als 30 Jahren als Diplomat habe ich so etwas noch nicht erlebt, dass die Beziehungen sich so rapide, die Verhandlungen sich so rapide verschlechtern, wie das wohl gestern auch der Fall ist. Jetzt planen wohl einige Dutzend konservative Abgeordnete eine Revolution gegen Boris Johnson. Die wollen ja sozusagen den Brexit-Vertrag jetzt schlichtweg nicht mehr einhalten. Also das ist eine Geschichte, die jetzt derzeit doch ziemlich ungünstig läuft. Das britische Pfund gestern massiv auf die Mütze gekriegt, deutlich und stark gefallen. Und kommen wir jetzt nochmal zur EZB und zur Eurozone. Wir sehen, dass der Euro ja eigentlich gestiegen ist, obwohl, wie wir hier in der unteren Balkengrafik sehen, die Deflation derzeit der Fall ist. Das ist hier auffällig, dass wir sozusagen eigentlich eine auseinanderlaufende Entwicklung haben zwischen Euro und Inflationsdaten. Heute 14:30 kommen die Inflationsdaten aus den USA und vielleicht nochmal ins Bewusstsein rückend die Tagezahlen der Bundesbank, derzeit über eine Billionentendenz weiter steigend. Also wenn uns der Euro um die Ohren fliegt, dann bleibt da ein bisschen was hängen, was nicht mehr reinkommt, was also praktisch nicht mehr bezahlt wird. Deswegen ist in Deutschland sehr interessiert, dass der Euro nicht auseinanderbricht, wie wir alle wissen. Schauen wir uns nochmal abschließend ein paar Charts an. Von Capital.com, alle auf 4-Stunden-Basis. Hier sehen wir den S&P 500, der jetzt eben diese zarte Erholung versucht. Hier sehen wir diesen Widerstand, 3425, der einfach nicht überwunden werden will. Das ist das große Problem. Wir sehen den Nasdaq, der sich jetzt auch ein bisschen erholt, aber eben nach wie vor jetzt hier diese Probleme hat. Vielleicht jetzt so eine Art Wannenformation ausbildet, also sozusagen jetzt einen Angriff nach oben macht. Der DAX ist ohnehin verletzt.
vergleichsweise wenig volatil und, wenn man so will, in einem Seitwärtstrend bei 13.181. Gold wieder ein bisschen gestiegen, wollten wir uns eigentlich auf 4-Stunden-Basis anschauen, aber letztendlich komplett seitwärts und der Euro, der zunächst gestern gestiegen war nach Lagarde, ist doch dann wieder runtergekommen. Und bei 1,1834, alles ist ein Trade, entweder geht alles rauf oder es geht alles runter. Das ist das Muster, die Märkte sind sehr technisch, das ist wichtig. Wir könnten, dürften heute vielleicht einen positiven Handelstag erleben. Der VIX spricht dafür, die Interna gestern trotz des Abverkaufs sprechen dafür und vor allem spricht dafür der 11. September. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen Freitag. Heute das Marktgeflüster ein Ticken früher. Wahrscheinlich als gewohnt. Ich sage Ihnen Servus und ciao.